Auch von mir, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde und Kundgebungsteilnehmer der AfD, ich werde Sie gleich begrüßen. Moment noch. Ein herzliches Grüß Gott, ein herzliches Willkommen, einen herzlichen Glückwunsch für euren Mut, dass ihr euch auch bei solchen äußerlichen Gegebenheiten auf diesem Marktplatz hier in Würzburg einfindet, um die richtigen Argumente der AfD zur Kenntnis zu nehmen, meine Damen und Herren. Ich grüße selbstverständlich, wie sich das für jemanden gehört, der eine gute Kinderstube genossen hat. Offensichtlich im Gegensatz zu dem einen oder anderen, der sich hier in der zweiten Reihe befindet und der seine gute Kinderstube in jeder Beziehung vergessen hat oder noch nie genossen hat. Den Leuten würde ich empfehlen, erstmal nach Hause zu gehen, um die einfachsten Anstandsregeln zu lernen. Ich grüße selbstverständlich auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer in der zweiten Reihe, die, soweit ich das sehen kann, in sehr hoher Zahl noch nie einen Betrieb von innen gesehen haben, meine Damen und Herren. Das heißt konkret, auch noch nie einen einzigen Cent in die Staatskasse eingezahlt hat, damit Sie selber Ihre eigene Alumende bezahlen können, meine Damen und Herren. Und das heißt auch, dass Sie offensichtlich gut leben können von den staatlichen Leistungen, die die Menschen, die hier in diesem Lande hart arbeiten, für Sie in letzter Konsequenz auch erwirtschaften. Auch Sie tue ich natürlich sehr, sehr herzlich begrüßen, meine Damen und Herren. Aber ich gebe mir natürlich in keinster Weise die Hoffnung hin, einige, die, wie ich sage oder gesagt habe, die einfachsten Anstandsregeln nicht zu kennen, die ihnen doch beizubringen. Es gibt ein Sprichwort: Was Hänschen nicht gelernt hat, lernt Hans nimmermehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir hier heute in Würzburg auf dem Marktplatz demonstrieren, dann gehört es sich, dass wir als allererstes, und das haben wir vorhin auch getan, denjenigen, die am letzten Montag durch eine verbrecherische Tat zu Schaden gekommen sind, die schwer verletzt worden sind, dass unsere Gedanken zunächst bei Ihnen sind. Aber selbst diese Aspekte können offensichtlich einige dieser Gröler im Hintergrund nicht kapieren und nicht akzeptieren. Meine Damen und Herren, ich will auch hier die Gelegenheit nutzen, mich bei der Polizei, bei den Polizeibeamten, die für Recht und Sicherheit sorgen und die auch am letzten Montag möglicherweise Schlimmeres verhindert haben, zu danken, dass sie durch ihren persönlichen Einsatz, der dazu geführt hat, dass nicht noch Schlimmeres passiert ist, meine Damen und Herren. Auch das sollten Sie in der zweiten Reihe zur Kenntnis nehmen, aber auch dazu sind Sie offensichtlich nicht in der Lage. Es ist halt so, wie es ist, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich bin erschüttert über das, was am letzten Dienstagmorgen offensichtlich aus dem Kreis der Willkommensklatscher und Willkommenstouristen im Fernsehen für eine Erklärung abgegeben worden ist. Die Dame sagte: Pech, Sie sind halt verletzt worden. Und die Dame sagte auch: Warum hat die Polizei das nicht verhindern können? Meine Damen und Herren, wenn wir in unserem Lande mittlerweile so weit sind, dass wir mit solchen Leuten, die fehlgeleitet sind,
gemeinsam zusammen leben müssen, dann ist es um diesen Staat außerordentlich schlecht bestellt, meine Damen und Herren. Wenn jemand sagt, der junge Mann ist offensichtlich mit seinen traumatischen Verhältnissen nicht zurechtgekommen und hat in einer Art Vorwärtsverteidigung möglicherweise dieses Verbrechen ausgeübt, dann muss man sagen und die Frage stellen, mit wie viel geistigem Binschiss solche Menschen überhaupt behaftet sind, meine Damen und Herren. Das Allerschlimmste, meine Damen und Herren, war allerdings die Reaktion einer Frau Renate Künast. Tragisch, sagte sie, tragisch, und wir hoffen für die Verletzten. Wieso konnte allerdings die Polizei den Angreifer nicht unschädlich machen? Meine Damen und Herren, solche Aussagen sind eine Verhöhnung der Opfer. Das ist eine Verhöhnung der Opfer. Und da kann man im Grunde genommen nur sagen, wir müssen nur darauf warten, dass wirklich eine politische Dummpacke wie die Frau Künast noch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft einreicht, um die Polizeibeamten gerichtlich zu belangen. Ja, Wolfgang Schäuble hat recht. Wolfgang Schäuble hat in einem Punkt recht. Es gibt die politischen Dumpfbacken in unserem Lande. Jawohl, die gibt es. Die gibt es. Und eine davon ist die Frau Obergrüne Renate Künast. Meine Damen und Herren, es ist ebenfalls sehr problematisch und gibt zu denken, wie die Kommentare verantwortlicher Politiker auch hier aus Unterfranken sich zu diesem verbrecherischen Akt geäußert haben. Ich bin schockiert, sagte einer von der Gewalttat. Ich fahre selbst regelmäßig die Strecke zwischen Ochsenfurt und Würzburg. Wir müssen alles tun, solche Taten zu verhindern. Wir brauchen wirksame Konzepte, die verhindern, dass solche Radikalisierung von Jugendlichen weiterhin stattfinden kann. Jawohl, er hat recht, aber er sagt nicht, welches das die Konzepte sind, meine Damen und Herren. Das ist im Grunde genommen, wenn jemand sich so äußert, öffentliches Blabla ohne Sinn und Verstand. Und das sage ich in aller Deutlichkeit an die Adresse des Würzburger SPD-Landtagsabgeordneten. Und ich bin zutiefst erschüttert, meine Damen und Herren. Ich sage es auch als gläubiger Christ. Als gläubiger Christ bezüglich der Reaktion des ehrwürdigen, hochwürdigen Bischofs Hoffmann aus Würzburg. Ich sage das auch, weil er ja nicht weit weg von hier seinen Dienst hat. Hoffmann sagt, vielleicht müssen wir die unbegleiteten Minderjährigen noch mehr begleiten und ihnen helfen, die eigene Traumata zu überwinden. Noch mehr begleiten. Was heißt das denn? Noch mehr begleiten. Ich bin jetzt nicht jemand, der mit Zahlen um sich wirft. Aber ich weiß auf der anderen Seite auch, dass beispielsweise kirchliche Institutionen wie die Caritas, wie die Diakonie, wie Kolbing an den staatlichen Leistungen bezüglich der sogenannten Flüchtlingspolitik recht gut verdienen, meine Damen und Herren. Der bayerische Innenminister, meine Damen und Herren, Joachim Herrmann hat dieser Tage gefordert, Flüchtlinge ohne Papiere bis zum Nachweis ihrer Identität an der Grenze festzuhalten. Er hat weiterhin gefordert, eine Höchstgrenze von 200.000 Einwanderern einzurichten bzw. festzulegen. Meine Damen und Herren,
Sie da hinten, stimmen Sie doch mal ein gescheites Lied an, wo wir überall mitsingen können. Bei Ihrem Gejohle können wir nicht mitmachen, das geht nicht, unmöglich. Ein schönes, nettes Lied. Stimmen Sie mal das Frankenlied an, da können wir mitsingen. Mach mal, dann haben wir gemeinsam auch eine gute kulturelle Veranstaltung hier. Aber nicht einmal dazu sind Sie in der Lage. Meine Damen und Herren, Simone Beck, die Obergrüne aus dem Saarland, hat schon am Anfang des Jahres gesagt, Deutschland kann auch in diesem Jahr 2016 eine weitere Million Flüchtlinge, man spricht ja da nur von Flüchtlingen, aufnehmen. Ich sage, wer solche Aussagen trifft, ist ebenfalls für mich eine politische Dumpfbacke. Jawohl, Schäuble hat recht. Es gibt die politischen Dumpfbacken. Man muss sie nur an den entsprechenden Stellen, meine Damen und Herren, suchen. Die Süddeutsche Zeitung, meine Damen und Herren, die sicherlich kein Freund der AfD ist, hat am 11.07. Folgendes geschrieben. 1.200 Frauen wurden über die Silvestertage Opfer von Gewalt. Laut Bundeskriminalamt sind bis heute nur 120 Verdächtigte ermittelt worden, meine Damen und Herren. Laut Bundeskriminalamt ist gesagt worden, dass jeder Zweite allerdings erst seit kurzem hier im Lande ist. Die Polizei geht von mehr als 2000 beteiligten Männern aus. Und der gleiche BKA-Chef Münch sagt wörtlich, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem Auftreten dieses Phänomens, nämlich der zusätzlichen Radikalisierung und der starken Zuwanderung im Jahr 2015. Wenn das der Chef des BKA wörtlich sagt, dann heißt es ganz konkret, dass das Sicherheitsproblem, die Sicherheitsproblematiken, die Sicherheitsthemen der Bundesregierung mehr oder weniger ad acta gelegt worden sind. Und dazu sollte sich, denke ich, auch mal die geschätzte Kanzlerin konkret äußern. Und wenn das BKA sagt, dass der überwiegende Teil dieser jungen Flüchtlinge aus Nordafrika stammt, dann frage ich mich natürlich, was haben eigentlich Marokkaner, Tunesier und Algerier hier in diesem Land überhaupt zu suchen? Gibt es dort Krieg? Gibt es dort Gewalt? Nein, nichts von alledem. Aber sie sind hier. Sie werden geduldet und sie werden auch entsprechend alimentiert durch unsere Steuergelder. Von Ihnen nicht, weil von Ihnen zahlt ja niemand Steuern. Ich wollte ja Sie absichtlich, meine Damen und Herren, nicht bei Ihrem Gekröne stören. Ich hoffe, Sie haben das mitbekommen. Ich grüße Sie. Meine sehr verehrten Damen und Herren, nach der Erklärung des Chefs der Bundesagentur für Arbeit und des BAMF in Nürnberg, Frank-Jürgen Weise, befinden sich zurzeit mehrere hunderttausend Migranten, Einwanderer, Flüchtlinge hier im Lande, wo die nicht registriert sind, wo keiner weiß, wo sie herkommen und auch keiner weiß, wo sie sich derzeit aufhalten. Das sind Skandale, meine Damen und Herren. Das ist im Grunde genommen die Aufgabe des Rechtsstaates im Innern. Horst Seehofer hat in einem Punkt recht. Horst Seehofer hat in einem Punkt recht. Herrschaft des Unrechts. Nur was folgt daraus? Ich sag's Ihnen. Nichts und nochmal nichts, meine Damen und Herren. Selbst die Frau Klöckner, die heutige Oppositionsführerin im Rheinland-Pfälzischen Landtag, hat gesagt,
Es kommen nicht nur die Flüchtlinge in unser Land, sondern auch solche, die es nicht unbedingt gut mit uns meinen. Und es kommen vor allen Dingen auch diejenigen mit den gefälschten syrischen Pässen, meine Damen und Herren. Einer solchen Aussage ist ordnungspolitisch und rechtspolitisch überhaupt nichts hinzuzufügen, meine Damen und Herren. Der Kölner Erzbischof Rainer Maria Wölki. Sie werden doch hoffentlich mal zuhören, was Ihnen der Oberhirte der katholischen Kirche des Bistums in Köln zu sagen hat. Der bin nicht ich, aber ich möchte ihn zitieren. Selbst dazu sind Sie offensichtlich nicht in der Lage. Rainer Maria Wölki sagt, Zuwanderer sind stets Opfer. Zuwanderungsbegrenzer sind stets Täter. So lehrt er in seinen Predigten. Im Artikel der Welt am Sonntag vom 24. Januar 2016 steht weiter, sichere Herkunftsländer, Obergrenzen, Transitzonen und eingeschränkte Familiennachzug sind in jeder Beziehung eine Begrenzung und eine Abschottung und die sind in jeder Beziehung abzulehnen, meine Damen und Herren. In Wölkis Reden kommen Zuwanderer nahezu ausschließlich als gute, hilfsbedürftige Opfer vor und Zuwanderungsbegrenzer sind ausschließlich inhuman und rechtsextrem, zumindest irregeleitet. Meine Damen und Herren, ich habe mir erlaubt, Herrn Wölki per Mail mehrere Mal zu fragen, was er mit diesen Aussagen bezwecken will, wie diese Aussagen ganz konkret zu interpretieren sind. Nach einem halben Jahr habe ich immer noch keine Antwort. Er muss mir auch nicht antworten. Nur wenn sich jemand so verhält, dann ist er, und ich sage das auch als guter Katholik, auch für mich eine politische Dumpfbacke, auch wenn es sich hier um einen Kardinal handelt, meine Damen und Herren. Aber ich sage abschließend auch, Jesus Christus, an dem hoffentlich die meisten von uns hier glauben, ist halt nicht für jeden Einzelnen seines Bodenpersonals zuständig und verantwortlich zu machen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bedanke mich bei Ihnen für die geschätzte Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich insbesondere auch bei denjenigen, die mir in der zweiten Reihe offensichtlich doch sehr aufmerksam zugehört haben, auch wenn sie möglicherweise durch ihr eigenes Grölen sich selbst überstimmt haben. Trotzdem schönen Dank und noch einen schönen Sonntag.